Also, das erste Gedicht ist eines Morgen von Erich Kästner. Das hat er, ich glaube, noch vor der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben und hat damit schon so manche Entwicklung vielleicht in der katholischen Kirche vorweggenommen, die erst dann im Laufe der jetzigen Zeit so zutage trat, aber sicherlich schon länger ein Thema war. Es heißt Neues vom Tage. Da hilft kein Zorn. Da hilft kein Spott, da hilft kein Jammern, hilft kein Beten. Die Nachricht stimmt, der liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten.